Tower Lufthansa Lima Kilo und Lima. Lufthansa 9, Lima Kilo, Tower, schönen guten Abend, join Lima von Six, Hold, short of Runway 07, Center. Lufthansa 72, Lange Radar identified, die Quebec-Current, die Flight 100. Level 100. Flight Level 100, Quebec und dann starten Hallo, liebe flugsimulator freunde Ich heiße euch herzlich willkommen zum ersten großen Matzim-Tutorial-Stream hier auf meinem iFly-Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Das große Motto ist äh, ja Matzim-Lernen mit iFly. Hoffentlich bekomme ich das einigermaßen gut hin. Ich habe mich sehr, sehr lange darauf vorbereitet. Das Watzim-Thema ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema. Deswegen wird es auch sehr, sehr viele Tutorial-Videos geben. Auf die könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen. Ich werde das Ganze unterteilen in verschiedene Kategorien. Wir fangen heute an mit dem Thema Watzim per se. Also was ist Watzim überhaupt? Was kann man damit machen? Was, wo hat man hier Vorteile? Was bringt einem das überhaupt? Was brauche ich alles für Watzim? Wie komme ich überhaupt zu Watzim rein etc. etc. Also mit dieser Frage beschäftigen wir uns heute und äh, ich würde sagen, da beginnen wir auch gleich mit der ersten großen Sache, nämlich Watzim selbst. WatSIM, wie ihr alle wisst, ist ja Virtual Air Traffic Simulation. Also äh, ja, mit anderen Worten, Virtual Air ja, äh, Verkehrssimulation, wenn man so will. Und was wird da simuliert? Letzten Endes nichts anderes als den ATC, also den Funkverkehr. Da geht es darum, dass wir äh, ja, uns ähm, praktisch in den Flugsimulator einloggen äh, mit einem speziellen Programm, auf das ich nachher noch drauf eingehe, und dann äh, praktisch einen Kontakt haben mit einem ATC, bzw. mit einem Funker oder besser gesagt mit einem Fluglotsen. Ähm, dieser Fluglotse ist ebenfalls äh, übrigens komplett äh, Non-Profit, also keinen äh, Watt-SIM verdient hier überhaupt keinen cent daran hier geht es wirklich nur darum ähm, ja spaß und mehr immersion in den sim zu bringen also natürlich unter anderem geht das äh, für microsoft flight simulator es geht für den x-plane es geht für p3d es geht für den alten FSX, also da ist wirklich äh, in dem Sinne keine Grenzen gesetzt. Äh, und wie gesagt, äh, ja, das große Ding ist, hier muss man sich anmelden. Äh, und äh, ja, das, in diese Anmeldung würde ich sagen, gehen wir jetzt mal ein bisschen durch. Wir haben jetzt, äh, wie gesagt, äh, links oben seht ihr schon, das ist What's in Germany. Es gibt verschiedene Bereiche. Es gibt Watzim äh, Europe. Also Watson Europe hat ebenfalls viele verschiedene Watson-Orte. Wir sind jetzt hier, wie gesagt, im Germany-Bereich, weil wir uns ja in Deutschland befinden. Also das ist das Essentielle. Ich bin der Meinung, Watson Germany gehört ebenfalls noch zu Österreich und Schweiz. Ich glaube nicht, dass Watson Schweiz und äh, Österreich existieren, aber das weiß ich leider nicht genau. Von daher, ähm, ja, würde ich sagen, zählt das aber trotzdem irgendwie zusammen, weil es geht ja um den deutschsprachigen Bereich, vermutlich. Gut, bevor wir loslegen, will ich euch noch schnell äh, informieren dass ich sämtliche Links, die ihr hier seht, beziehungsweise sämtliche Seiten, auf die ich nachher noch eingehen werde, unten in die Beschreibung mit dazu packe. Also falls ihr da Fragen beziehungsweise wissen wollt, wo genau die sich befinden, dann einfach nur unten in der Beschreibung einmal kurz nachschauen. Okay, wie gesagt, wir befinden uns jetzt hier auf der Haupt-Watzim-Seite, wie gesagt, watsim-germany.org. Und dann klicken wir jetzt mal hier auf Get Started und schauen mal, was passiert. Hier kommen wir jetzt also auf die offizielle Willkommensseite. Und jetzt geht es darum, was möchten wir? Wollen wir ein Pilot sein oder eben ATC? Ich würde sagen, für ATC, da gehe ich vielleicht in einem anderen Video drauf ein. Wenn da die Nachfrage groß genug ist, lasst mir da gerne meine Info in den Kommentaren zurück. Ansonsten würde ich jetzt schon den Schwerpunkt hier auf Pilot setzen. Äh, denn das möchten wir jetzt in diesem Fall auch erstmal werden. Ich klicke hier auf Pilot und dann sehen wir hier schon äh, die nächsten Schritte, die uns jetzt äh, Watson hier schön näher bringt, also die Registrierung und äh, dann eben die ersten Schritte für die Einsteiger etc. Gut, hier gehen wir einmal auf die Registrierung, klicken drauf und dann sehen wir hier schon, äh, ja, hier wird noch mal äh, Watson selber vorgestellt, äh, um was es geht, also eigentlich dasselbe, was ich euch jetzt gerade gesagt habe. Und dann eben, wie funktioniert die Registrierung mit Watsim? Und hier wird es ein bisschen knifflig, denn das erste große Ding kommt euch dann schon mal entgegen, nämlich der sogenannte Watsim New Member Orientation Test. Da geht es eigentlich darum, dass ihr einen Test äh, machen müsst. Hier sehen wir es auch schon. Der Test äh, ist eine Multiple Choice Test mit 15 Fragen. Also das bedeutet Multiple Choice. Ihr bekommt eine Frage und dann habt ihr drei Antwortmöglichkeiten oder vier. Dann, ähm, um zu bestehen, müsst ihr mindestens 80 der Fragen, also 12 richtig beantwortet haben. Also das heißt, zwölf Fragen müssen korrekt sein. Der Test ist zeitlich auf 15 Minuten begrenzt, auch das ist klar, sonst kann man natürlich ein bisschen bescheiß <laughs> Und wenn man nicht besteht, dann eben wird dir angezeigt, was man falsch gemacht hat. Und dann nach einer Stunde kann man den Test erneut starten. Also mein ganz großes, ja, meine ganz große Info an euch wäre hier schon mal nicht verzweifeln, Leute. Wie gesagt, ich bin auch schon mit selbst mit Jahren einige Sachen durchgegangen. Und äh, ja, da gibt es einfach immer noch Fragen, die selbst ich nicht hundertprozentig weiß oder eben auch, äh, ja, die man vielleicht auch wieder vergessen hat. Deswegen keine Sorge, wenn ihr hier den Test nicht besteht, sehr wahrscheinlich wird es am Anfang passieren, dann, ähm, ja, dann ist es einfach so, dann äh, nochmal kurz ein bisschen dazulernen. Also ich sehe das Ganze eben als allgemeinen Lehrenprozess, denn ähm, letzten Endes hilft euch das ja nur, nur noch mehr zu verstehen und mehr zu wissen im Hintergrund. Aber es sind jetzt keine ultra komplizierten Fragen, also von daher. Ja, kann ich euch da schon mal so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Ja, ansonsten, wie kann ich mich überhaupt darauf vorbereiten? Gerade jetzt als Newbie, da geht es ganz einfach. Äh, ihr seht hier, auch hier wird man sehr, sehr gut eingeführt. Ähm, wie kann ich da mein Know-how oder mein Knowledge so ein bisschen verbessern? Die notwendigen Inhalte können hier unter dieser Seite gefunden werden. my.watsim.net und dann Schrägstrich Learn. Einfach draufklicken und dann kommen wir auf die Watsim ähm, ja, Learn-Net-Seite. Und zwar ist das hier das Learning Center. Da gehen wir einmal kurz auf Home nochmal, damit ihr sehen könnt, so sieht das Ganze also aus. Pilot Learning Center und hier findet ihr sämtliche Informationen darüber. Da geht es um die Beantwortung eurer Fragen. Also hier könnt ihr alles finden, was ihr finden wollt oder müsst. Wenn ihr jetzt irgendwas falsch gemacht habt, könnt ihr euch hier dann einfach nochmal schlau machen. Gut, ansonsten möchte ich hier nochmal ganz kurz auf die kleinen Sachen eingehen. Key Rules steht hier unten so schön auf Dump, also das sind so die Hauptregeln, äh, sage ich jetzt mal, für WhatsApp. Und da haben wir hier einmal, also ich lese das jetzt mal äh, in schneller Form durch. Wir haben äh, das erste wichtige, ja, der erste, erste wichtige Schlüssel zum richtigen. Ja, benutzen von Watsim ist eben Aviate, Navigate, Communicate, also da geht es darum, erst einmal, äh, ja, ne, fliegen in dem Sinne, dann richtig navigieren und danach kommunizieren, so diese drei Sachen sind das Wichtige, dann eben, ähm Immer nachfragen, wenn einem etwas nicht klar ist, das ist natürlich auch immer eine ganz wichtige Sache, denn manchmal sind die ATCler nicht korrekt zu verstehen oder sie reden etwas zu schnell, das kann immer wieder mal passieren, auch mir passiert das ab und zu immer noch, dass wenn ich da eben den ATCler höre, den ich verstehe, also da kann man immer wieder nachfragen, besser ist immer nachfragen, bevor man aus Versehen irgendetwas eingibt, was man nicht möchte. Dann maintain a positive, ja, also ne, immer schön positiv bleiben, alles gut, immer schön easy und ruhig bleiben, deswegen es ist natürlich einfacher gesagt als getan, aber das sind eben die Dinge, die wichtig sind. Ähm, remain vigilant of the other nearby traffic, also immer schön die Augen offen halten, äh, ja, an äh, nahen Verkehr, also allgemein an den Verkehr. Use good radio etiquette, also ein gutes äh, Headset benutzen oder allgemein ne, ein gutes Mikrofon. Ähm, be familiar with your aircraft, eben wissen dass man also gut sich sehr gut auskennt mit dem Flieger, das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, äh, dann vorausdenken, was kann als nächstes passieren, da kann man sich schon mal so ein bisschen darauf einstellen, äh, dann immer schön den Instruktionen folgen von ATC, also eben die Clearance bekommen etc. etc., also ne, erst die Freigabe bekommen, dann loslegen, also nie etwas tun ohne das uh, Knowledge oder beziehungsweise ohne die Freigabe vom ATC, und dann review and use, applicate charts while flying. Eben, das ist ganz wichtig. Da gehen wir auch noch näher drauf ein. Also, wenn ihr vorhabt oder wenn es euch interessiert, allgemein Batsim zu fliegen, dann kann ich euch auch wirklich nur her nah ans Herz legen. Schaut, dass ihr irgendeine Plattform mit Charts habt. Also, zum Beispiel in dem Fall Navigraph. Das wäre sehr, sehr, sehr von Vorteil. Und dann natürlich als 10, have fun, viel Spaß dabei. Das ist natürlich das Wichtige. Wichtig ist vor allem, dass ihr euch eben hier in dieser Plattform oder beziehungsweise auf dieser Seite ein bisschen schlau macht oder euch das Ganze mal anschaut. Denn es ist tatsächlich nicht äh, so einfach. Ähm, man muss hier wirklich sehr, sehr viel Wissen mitbringen. Äh, nicht extrem viel Wissen, aber äh, ihr werdet überrascht sein. Vor allen Dingen für die meisten, die unter euch schon zum Beispiel schon einige Zeit am Fliegen sind. Die schnappen von ganz alleine sehr, sehr viel wissen auf, ohne dass sie es jetzt merken, und dann werden sie zum Beispiel überrascht sein, wenn jetzt hier einige Fragen kommen im Matzim, dass sie schon so per se einige Fragen auf einmal beantworten können, ohne dass sie sich überhaupt damit beschäftigt haben jetzt per se. Ne? Also das kann euch wie gesagt sehr sehr helfen. Deswegen soll euch das Ganze hier absolut nicht abschrecken. Dieser, äh, diese Seite ist letzten Endes nichts anderes als eine Hilfe für euch. Wenn ihr also jetzt etwas habt, wo ihr jetzt seht, okay, ähm, bei, bei der, ja, beim Test habe ich jetzt das und das nicht verstanden oder das und das äh, habe ich jetzt nicht gesehen, dann werdet ihr das alles hier wirklich sehr, sehr gut erklärt auf dieser Seite finden oder allgemein im Internet so ein bisschen schlau machen. Äh, ich werde jetzt per se nicht auf alles eingehen, denn wie gesagt, sonst hätte ihr hier dieses äh, Video wahrscheinlich den Rahmen gesprengt. Aber ich vermute mal, wenn euch da noch das Ganze sehr, sehr nah am Herzen liegt und ich sage jetzt mal so, wenn ähm, sich da jetzt einiges äh, noch antut, beziehungsweise einige von euch dann wirklich richtige Probleme haben, da reinzukommen, dann wie gesagt, äh, kommt da gerne in den WATSIM-Channel im Discord. Und dann ähm, ja, können wir uns da ein bisschen mit den Fragen beschäftigen und euch da weiterhelfen. Aber definitiv kann ich euch nur wirklich nah ans Herz legen. Schaut ein bisschen selber nach, denn das Learning by Doing ist dann tatsächlich sehr, sehr entscheidend. Wenn man selber den Hintergrund versteht, hat man das auch sehr gut dann gelernt am Schluss. Und wie gesagt, es ist manchmal viel einfacher, als man denkt. Also lasst euch davon nicht abschrecken. Wenn es das erste Mal nicht klappt, schreibt euch auf, wo das Problem lag oder was genau ihr nicht verstanden habt, dann recherchiert ein bisschen danach und dann werdet ihr feststellen, dass beim nächsten Mal ihr das sofort wisst, wie aus der Pistole geschossen. Das sind jetzt per se keine harten Fragen, aber es können halt ab und zu mal Fragen dabei sein, die man nicht weiß. Wie gesagt, mir geht es auch so. Ich habe auch schon äh, bei einigen äh, Fragen da nochmal neu machen müssen, weil einfach ich nicht mehr gewusst habe, was es nun heißt oder was es bedeutet oder was genau man da wissen muss etc. Also das ist ganz wichtig. Ähm, ne, tut euch das. Ja, du dich damit keinen, kein Bein stellen, denn wie gesagt, das ist nicht so schwer in meinen Augen. Ja, es, ist, es gehört natürlich sehr viel Wissen dazu, das muss man einfach sagen und das ist auch sehr, sehr wichtig. Aber letzten Endes, ich denke mal, das ist einfach nur eine, eine Sache von Learning by Doing. Gut, Registration soweit fertig. Dann würde ich sagen, gehen wir auf den nächsten Punkt äh, drauf ein und zwar wenn wir jetzt Pilot sein wollen erste Schritte auch hier kriegen wir alles erklärt das Pilotentraining da finden wir ebenfalls wie muss man richtig reden wie kann man sich sämtliche Informationen holen auch hier alles sehr sehr gut erklärt wie ich finde da gehe ich jetzt auch nicht wirklich auf jede Sache drauf ein aber eben hier findet ihr sämtliche Fragen also hier dieses Mentorenprogramm gibt es ebenfalls noch wenn ihr jetzt dann wenn ihr jetzt noch einen Mentor braucht der euch da so ein bisschen einführt in die Welt, dann kann ich euch das auch nur wirklich nah ans Herz legen? Äh, kommt da auch am besten direkt auf unseren Discord. Wir haben da schon einige, die schon im Mentorenprogramm sind und die können euch da auch sehr, sehr gerne weiterhelfen. Unter anderem haben wir auch äh, meinen größten Mentor dabei, der Jan. Ähm, kurze Grüße gehen raus. Ähm, da, wie gesagt, einfach zum Discord-Channel kommen. Ich denke mal, wenn ihr da Fragen habt, der Typ wird euch, wird euch mit äh, Rede und Tat zur Seite stehen. Also von daher keine Sorge, äh, ihr kommt dadurch. Ja. Also es ist hier einfach kein. Kein Hindernis, ich sage es mal so. Aber wie gesagt, lernt ein bisschen dazu. Das kann ich euch wirklich nur nah ans Herz legen, denn das ist in meinen Augen sehr, sehr wichtig. Denn nur so kann man das auch wirklich verstehen. Okay, gut. Dann wie gesagt, habt ihr äh, eure Anmeldung, die sich ähm, dann ganz normal rechts oben befindet. Wenn ihr euch angemeldet habt, befindet ihr euch dann auf dieser Seite. Und ähm, ja, so sieht das Ganze aus. Also ihr seht hier schon mal, da gibt es äh, die Flüge, die ich das letzte Mal gemacht habe. Allgemein sämtliche, äh, ja, sämtliche kleine Informationen. Dann haben wir hier nochmal allgemein ein Center. Also hier kriegt ihr kleinere Sachen angezeigt, die euch noch interessieren könnten. So, aber auf jeden Fall seid ihr dann äh, eingeloggt und das erste, was ihr bekommen werdet, ist eine sogenannte WhatsApp-ID. Und das ist in der Regel oder ist eigentlich eine lange Nummer, eine ähm, siebenstellige Nummer. Also je nachdem, ich glaube, da gibt es noch mehr. Aber ja, also bei mir ist es eine siebenstellige Nummer. Ich bin aber auch schon etwas länger im Watsim. Gut spielt jetzt auch keine Rolle. Deswegen, aber eure watsim id ist eine Nummer, ganz, ganz wichtig. Schreibt sie euch auf, tut sie euch irgendwo ähm, ja notieren, denn wie gesagt, die wird sehr oft hinterfragt und gerade wenn man mal ähm, ja, wenn man mal sie nicht weiß, ist dann immer großes Problem, sage ich jetzt mal so. <laughs> Gut. So, dann gehen wir mal davon aus, ihr seid jetzt reingekommen in euer Watsim- in euer Watson-Profil, alles hat funktioniert. Ihr seid jetzt hier auf dieser Seite das erste Mal und wollt jetzt mal langsam in Richtung Watsim reingehen oder mal eintauchen. Was brauche ich denn alles dafür? Also, das erste, was ihr braucht, ist das sogenannte Programm vPilot. Ebenfalls der Link unten in der Beschreibung. Da geht ihr einfach hier auf diese Hauptseite von vPilot, ladet euch dann das Programm runter. Das ist eigentlich ein relativ kleines Programm, relativ unkompliziert, sieht dann am Schluss so aus. Und dieses Programm ähm, ja, zeigt euch dann an, welches, äh, wo ihr euch gerade befindet. Hier seht ihr dann die verschiedenen Frequenzen für den Center, für den Approach, für den Tower, Ground etc. Also auch die ATIS, die wird euch dann angezeigt, wenn ihr connected seid, wohlgemerkt. Also hier müsst ihr euch dann äh, verbinden über diese äh, Connect-Seite. Am Anfang wird er euch fragen, weil ihr das erste Mal eingeloggt seid. Über eure WhatsApp-ID-Nummer und dann eben äh, manche Notifications etc. Was ist euer Home Airport, ne? also euer Airport in eurer Nähe? Den würde ich tatsächlich eingeben. Das ist hier ein bisschen entscheidend wichtig. Dann ganz wichtig: ähm, eine Push-to-Talk-Taste. Hier geht's los. Da könnt ihr einen, äh, ja, einen Button oder einen Key ähm, eingeben. Wenn ihr zum Beispiel jetzt den Airbus habt, den Airbus-Trottle, dann könnt ihr hier einfach als, ähm, ja, als Button den Airbus-Trottle nehmen. Äh, nicht den Trottle, sondern den ähm, Stick. Vorne dran habt ihr zum Beispiel so ein kleines Klick, ähm, ja, dieser, dieser Feuerknopf sage ich jetzt mal oder verschiedene andere Knöpfe, ihr könnt ihr definitiv also einen ähm, ja, definieren. Ganz wichtig macht euch diesen Push-to-Talk-Button, weil ähm, ja, ihr müsst den gedrückt halten und während ihr den dann gedrückt haltet, ist der Funk offen und dann könnt ihr offen, offen reden. Ja, dann die Performance etc. ist nicht wichtig. Audio ist noch wichtig. Da würde ich noch mal vorbeischauen. Wie gesagt, der wird euch das fragen. Dann würde ich hier eben eure Lautsprecher und euer Mikrofon eingeben. Das ist sehr essentiell beziehungsweise das Headset. Also diese Sachen müssen drin sein. Und dann habt ihr mehr oder weniger wie pilot schon am Start. Also wenn ihr dann in den SIM reingeht, müsst ihr hier einfach nur noch einmal auf Connect gehen. Also ihr geht mit anderen Worten, ihr geht, wenn ihr jetzt zum Beispiel von Frankfurt starten wollt, geht jetzt in den Frankfurter Flughafen im Sim, sucht euch einen Platz aus und dann geht ihr einfach direkt auf Connect und dann werdet ihr sehen, dass ihr dann angeschlossen, also beziehungsweise connected seid mit dem WatSim, äh, ja, mit der WatSim-Plattform. Das nächste, was ihr noch brauchen werdet, ist das sogenannte FSUIPC. Das findet ihr auf dieser Seite, auch hier unten in der Beschreibung verlinkt. Und dieses FSUIPC gibt es in mehreren Formen, also beziehungsweise in mehreren Ausführungen. Wir haben ja einmal FSUIPC für den MSFS, dann gibt es für P3D noch eine Version und für den FSX gibt es ebenfalls noch eine Version, beziehungsweise FSX-SE. Die kann man sich hier runterladen. Wie gesagt, ich werde euch die, diesen Link unten nochmal in die Beschreibung reinpacken. Das ist ein Programm. Das nimmt im Hintergrund eure Daten auf, also mit anderen Worten, äh, also die Daten des Fliegers, wo befindet ihr euch jetzt gerade, exakt auf welchen Koordinaten, wie hoch seid ihr, etc. etc. Denn das sind ja die Dinge, die der Fluglotse wissen muss bei Watzim, damit er weiß, wie hoch ihr seid und ab wann er euch dann äh, nach unten oder nach oben nutzen kann oder wo ihr euch gerade befindet, etc. Also das sind äh, wichtige Dinge, deswegen FSU IPC äh, ja, ist mehr oder weniger Pflicht, also eigentlich ist es Pflicht. Dieses Programm werdet ihr brauchen, wenn ihr jetzt natürlich schon PackEx haben solltet. By the way, dann habt ihr dieses Programm ebenfalls, weil auch PackEx tut dieses Programm benötigen, sonst klappt es nicht. Äh, für Xplain gibt es ebenfalls das XP uipc Auch hier äh, gibt es eine spezielle Seite dafür, werde ich euch ebenfalls unten in die Beschreibung mit reinpacken. Klappt auch gut mit Xplain 12, habe ich auch schon probiert. Deswegen alles gut Freunde, kein Problem. Diese zwei äh, ja, Programme werdet ihr auf jeden Fall brauchen. Also einmal das V-Pilot und einmal XP UIPC. PC. Was ich euch noch empfehlen möchte, ist eine Map-Seite von WattSim. Also wo ihr sehen könnt, welche Flieger sich gerade wo befinden und äh, ja, welcher Tower gerade online ist oder welcher Radar. Das könnt ihr natürlich auch mit Sim Toolkit Pro oder Volanta machen. Aber ich muss gestehen, ich habe mich persönlich jetzt hier schon ziemlich an diese ja Seite gewöhnt zumal sie auch sehr sehr schnell hochlädt das ist also von Vorteil ich erkläre es ganz kurz hier sehen wir unter anderem beziehungsweise hier sehen wir jetzt im Moment gerade Europa das helle was ihr seht das sind die Radars also die sind hier gerade an das bedeutet die sind offiziell auch besetzt hier unten, ihr seht, ganz Spanien ist theoretisch besetzt vom Radar. Das bedeutet, wenn ihr jetzt hier unterwegs seid, habt ihr dann jemanden, der praktisch den Radar überwacht. Also Radar bedeutet, wenn ihr den Top of Climb habt oder so, also ab einer gewissen Höhe werdet ihr dann ja zum Radar weitergeleitet und der überwacht euch ja dann. In Deutschland ist es ja zum Beispiel hier der Bremen, haben wir. Dann haben wir Langen und wir haben München. Die großen Radare, im Moment ist da jetzt hier wie gesagt nur Holland gerade on. Ihr seht schon. Der Amsterdam Raider ist praktisch an. Wenn ihr hier mit der Maus einfach nur drüber geht, wird euch das auch sofort angezeigt. Plus hinten dran nochmal, wer das macht. Also der David Scherb in dem Fall und 12575 ist die Frequenz. Ähm, ja, unter anderem, wenn ich hier mal näher ranzoome, sehen wir hier die grünen Flugzeuge natürlich. Das sind alles die, die gerade unterwegs sind. Und hier ist gerade sehr, sehr viel los in Manchester. Das ist ganz einfach, weil in Manchester haben wir hier beides belegt. Da seht ihr einmal hier ein grünes G für Ground. Was bedeutet also, der Ground wird gerade. Da sitzt praktisch jemand im Ground und ähm, tut dort eben den wie sagt man den Ground-Regeln, also Taxi etc. Und wir haben unter anderem den Tower, der gerade online ist, von Darren Fawkes und äh, George Adams, ist der, der für Ground zuständig ist und Darren Fawkes ihr seht es also, und dort auch eben die äh, ja, angegebenen Frequenzen hinten dran, die man dann braucht für die Radios. Und ihr seht schon, das ist also wie gesagt sehr sehr schnell, sehr sehr übersichtlich. Das Orange ist übrigens die ATIS, also die Wetterdaten. Die sind dann ebenfalls schon könnt ihr praktisch abrufen im Funk. Und so ist dann hier ein schöner grobe, habt ihr hier eine schöne grobe Übersicht, unter anderem auch mit Wetter, wenn ihr das möchtet. Hier gerade in Skandinavien geht es hier gerade tierisch ab. Ihr seht hier kommt ein ziemlich großes äh, ziemlich große Wolkenfront zu. Aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, hier seht ihr schon, alles ist hier wirklich sehr, sehr gut angezeigt. In äh, Frankfurt ist eigentlich immer einer da. Der Paul ist gerade dort, der regelt dann dort den Tower. Und äh, verrückterweise auch in EDSB, also in Baden-Baden. Das sieht man natürlich auch nicht oft. Aber hier ist der Cedric gerade da. Also, ihr seht, äh, es ist immer ein bisschen was los. Jetzt momentan natürlich gerade zur Mittagszeit ist äh, natürlich klar und äh, am Freitagmittag ist noch nicht so viel los, aber. Es gibt äh, ab Abend könnt ihr euch sicher sein, geht hier die absolute Party ab und die absolute Hölle. Äh, deswegen ähm, ja, sieht das jetzt hier noch ein bisschen leer aus. Ja, unter anderem hat Watzim noch sogenannte Watzim Events. Auch da kann ich äh, eine Seite empfehlen, die Watzim.net Events-Seite. Da geht ihr einmal drauf und dann findet ihr die verschiedenen Events. Die es gibt hier auf der linken Seite seht ihr die, die gerade des Tages äh, ja gerade online sind beziehungsweise was heute so alles abgeht zum Freitag ja seht ihr von 14 bis 18 Uhr haben wir die Classics on also da haben wir hier ZBBA und ZSP also hier auf der rechten Seite dann haben wir einmal ähm, die sibirische äh, sibirische sind heute online, äh, online dann haben wir Paris at night also hier in Paris äh, Charles de Gaulle beziehungsweise äh, ja ist äh, ist was los und äh, was unter anderem sehr, sehr lustig ist, ab morgen gibt es zum Beispiel hier ein ganz großes Event Cross zu Canaries, also nach den Kanaren. Das bedeutet, morgen äh, werden die Kanaren komplett von 13 Uhr bis 20 Uhr belegt sein. Das ist richtig cool, also gerade wenn man Inselhopping machen will. Oder noch besser, wenn man gerade hier fliegen will von Europa, kann man dann also wirklich eine Route morgen planen von Europa bis runter nach zu den Kanaren. Das alles mit Watsim, das macht auf jeden Fall jede Menge Spaß. Dann, wie gesagt, hier am Sonntag haben wir ebenfalls noch hier Night Rocket City etc. Also hier wird auf jeden Fall immer einiges angegeben. Hier zum Beispiel Turnaround Budapest haben wir ebenfalls schon für den Montag. Äh, dann, ja, wie gesagt, SA-App Approach äh, ist ebenfalls dann online. Also, ihr seht, äh, geht auf jeden Fall sehr, sehr viel ab, sehr, sehr cool, sehr, sehr. Äh, informativ und ihr seht vor allen Dingen, äh, es ist immer wieder was Neues, äh, was auch dann immer so ein bisschen den Spaßfaktor nochmal so ein bisschen anhebt, weil man dann natürlich wieder neue Routen planen kann. Äh, es gab auch mal letztens einen großen, ein großes Event Cross the Pond, da war wirklich alles besetzt. Wenn man jetzt von Europa nach Amerika flogen, fliegen wollte, dann äh, wäre das sehr gut gegangen, vor allen Dingen mit vollem ATC macht das dann nochmal jede Menge Spaß. Gab es auch mehrere. Große Streamer, die das Ganze dann mitverfolgt haben, das ist natürlich eine tolle Sache. Aber eben unter anderem findet man hier die watzim event seite beziehungsweise was das so alles abgeht in Zukunft. Ja, Freunde, und dann würde ich sagen, so viel zum Thema Watzim fürs Erste. Ähm, wie gesagt, schaut euch das gerne mal an, befasst euch ein bisschen damit. Ich weiß, es gibt viele unter euch, die jetzt anfangen wollen, sich damit zu befassen oder sich das Ganze anzuschauen. Auf diesem Sinne wünsche ich euch schon mal viel Glück und viel Spaß. Wie gesagt, lasst euch nicht von dem Text beziehungsweise von dem Test unterkriegen. Das ist alles schlimmer, als es aussieht, denn am Schluss ist es, glaube ich, nur eine Sache von ein paar Fragen, die ihr euch dann eben selber beantworten könnt. Wie gesagt, ich kann euch diese Ausbildung, diese. Learning-Seite hier auf jeden Fall sehr, sehr nah ans Herz legen. Hier ist wirklich alles aufgelistet, was man wissen muss. Ähm, natürlich sind die Sachen wichtig, äh, dass man zum Beispiel die ganzen Buchstaben kennen muss, wie D für Delta oder C wie Charlie und so. Dieses Alphabet muss man definitiv können. Also das sind auch so Sachen, da könnte ich euch jetzt schon mal ans Herz legen, dass man die anfangen sollte zu lernen. Denn wie gesagt, es gibt manche Dinge, da kommt man einfach nicht drum herum, wenn man wirklich mit was im Anfang will. Das ist ein ernstes Thema. Es ist kein Thema in dem Sinne, dass man das... Äh, wie sagt man extrem ernst nehmen muss. Also auch das ist massiv übertrieben, aber auf die Leiste Schulter nehmen darf man es natürlich auch nicht, denn das geht in dem Sinne wirklich darum, dass es so as real as it gets geht, wie es immer so schön heißt. Also so nah an der Realität wie es geht. Deswegen ist es in meinen Augen sehr sehr wichtig, dass ihr euch da ein bisschen ja äh, ja mit befasst und vor allen Dingen auch ein bisschen ja lernt, denn wie gesagt, man kommt nicht drum rum, ihr braucht dieses Wissen, wenn ihr wirklich mit WhatsApp durchstarten wollt, dann ist dieses Wissen wirklich essentiell. Ähm, unter anderem ist natürlich auch Englisch ein sehr großes Thema, aber ich würde sagen, da gehen wir auf jeden Fall im nächsten Video drauf ein, denn das nächste große Video kann ich schon mal ein bisschen vorteasern, wird dann Phrasologie werden. Da gehen wir näher dann mal auf die Phrasologie drauf ein. Dann gehen wir drauf ein, was kommt alles auf mich zu, was muss ich wissen, was brauche ich für Hintergrundwissen, Knowledge, bla, bla. Also da gehen wir auf jeden Fall dann darauf ein. Ich würde sagen, für eine Woche habt ihr jetzt erstmal genug Lernstoff. Wir lassen das mal so stehen. Nächsten Sonntag geht es dann weiter. Äh, wie gesagt, ich habe jetzt unter anderem, im, äh, also heute ist ja Sonntag in eurem Fall, ich nehme das Video natürlich schon etwas früher auf. Ähm, unter anderem habe ich in. Im Discord-Channel eine eine Watzim äh, ja ein Watzim kanal eröffnet. Da könnt ihr ab heute eure ganzen Fragen, euer Knowledge, euer Wissen oder euer äh, ja euer, eure Kenntnisse einfach da reinschreiben und euch austauschen miteinander. Und wie gesagt, ich werde da auch ganz oft meine Augen drüber werfen und vor allen Dingen auch der Jan. Ähm, dann äh, werden wir uns dann denke ich mal in, in naher Zukunft dann hoffentlich am ähm, was im Himmel wiedersehen. Bis dahin würde ich sagen, bedanke ich mich recht herzlich für das äh, ja, fürs Schauen des ersten Videos. Und wie gesagt, freut euch dann schon mal nächste Woche auf die Phrasologie, denn das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Thema. Äh, ja, und darauf werden wir dann eingehen. Wie gesagt, bis, zum nächsten, bis zur nächsten Woche kriegt ihr von mir jetzt eigentlich die Aufgabe nur, dass ihr jetzt euch erstmal bei WhatsApp anmeldet und wenn ihr euch das dann, wenn ihr das dann geschafft habt, alle Programme installiert habt und euch so ein bisschen damit befasst habt, dann können wir ans nächste große Thema gehen, nämlich der Phrasologie. Denn wie ich weiß, geht es vielen von euch so, dass die Phrasologie wirklich das größte Problem ist. Das schreckt auch sehr, sehr oft ab, denn man muss so viel Wissen haben, beziehungsweise auch so dieses Verständnis für die vielen Wörter und Sätze. Das braucht da wirklich ein eigenes Video, um das Ganze dann nochmal näher einzugehen. Ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte euch ein bisschen damit helfen mit diesem Video. Wenn da noch Fragen sein sollten, immer schön gerne in die Kommentare oder am besten direkt auf meinem Discord-Channel. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns spätestens nächsten Mittwoch zum großen Stream wieder oder allgemein unter der Woche. Ich denke mal, ich werde jetzt da noch mal ein, zwei Video, ein, zwei Streams noch mal machen können. Und ansonsten sehen wir uns dann am Sonntag zum nächsten großen Tutorial. Gut, dann würde ich sagen, bis dann. Immer schön brav weiterfliegen, euer Blade Runner.